Neulich im Geschichtenlabor. Man nehme eine coole Figur aus der alten Trilogie. Dann füge man noch ein wenig Maus hinzu. Garniere das Ganze mit ein paar Storykrümeln. Und was haben wir dann? Ach du Welcome to the Quantum Storm Star Wars Collection. Ja, The Book of Boba Fett. Eine Story voller Missverständnisse. Zumindest sagen uns die Macher, dass wir Fans die Story wohl nicht verstanden haben. Kongenial geradezu. Story. Aber dafür habe ich euch was mitgebracht. Boba Fetts Thronraum. Wir wissen natürlich alle, dass das Jabbas Thronraum ist. Bevor wir uns den angucken können, muss ich den natürlich aus dem Schipper befreien. Das mache ich jetzt mal offscreen und dann schauen wir uns die Box einmal an. So, der Schipper ist weg. Und was erwartet den fröhlichen Sammler? Noch eine Box. Das nenne ich aber mal ordentlich verpackt. Hat Hasbro da was gelernt? Finde ich gut. Im Übrigen, das Paket, das ist 6,5 Kilo schwer. Ja, also man bekommt da ein bisschen Umverpackung, aber auch wahrscheinlich sehr viel Plastik. Wollen wir doch mal den Umkarton auch aufmachen. Also verpackungstechnisch kann man eigentlich gar nicht klagen. Ist natürlich immer die Frage, was erwartet einen? Wenn man das Ganze nicht aufgemacht hätte, wäre es wieder das Schrödinger-Katze-Problem. Je nachdem, wie die Menschen das da eingepackt haben, ist das gut oder ist das schlecht? Sieht noch gut aus. Dich brauche ich erstmal nicht mehr. Und dann packen wir einmal, ups, das Ganze aus. So, damit ihr gleich was sehen könnt, werde ich die Kamera nochmal umstellen und dann geht's ans Eingemachte. Da ist sie, die Box. Messen wir mal kurz aus, damit wir das hinter uns haben. Hab mir sagen lassen, dass ich das letzte Mal vergessen habe, das eigentliche Modell auszumessen. Das sind 55 cm in der Breite, 29 cm in der Tiefe. Und in der Höhe haben wir hier, naja, 32 cm. Für jemanden, der die Box ausstellen möchte. Was sehen wir auf der Box? Natürlich wieder das Altbekannte. Hier, müsste eigentlich hier sein. Wieder eine Info, dass hier eine kadierte Figur innen liegt. In diesem Fall der etwas in die Breite gegangene Bib Fortuna. Leider natürlich wieder kein Aufkleber, aber das sind wir ja schon gewohnt. Dann haben wir hier auf der Seite noch das Book of Boba Fett Logo. Na gut, ich hätte mir Return of the Jedi gewünscht, aber war wahrscheinlich zu viel verlangt. Oder na, einige sagen ja, vielleicht gibt es dieses Set nochmal dann in der Return of the Jedi Box. Wer weiß, mal sehen, was passiert. Gut, was sehen wir alles auf der Box? Wir sehen hier einmal vorne natürlich das aufgebaute Diorama, in dem Falle, wie Boba Fett gerade mit Fortuna überfällt. Und auf der Oberseite, ich lege mal ein bisschen was weg, kann ich das hier auch verschieben, haben wir dann noch mal ein paar Detailfotos, die wir dann
das Ganze oder was da so alles drin ist. Ja, haben wir auf der Seite nochmal eine Übersicht von den ganzen Einzelteilen, die hier drin sind. Und wenn ich das mal nach unten drehe, na, dann muss ich das mal so umdrehen. Auch hier sind noch so ein paar Vorschläge, wie man was zu arrangieren hat oder wie man was arrangieren könnte. Okay, das soll es dann zur Box auch erstmal soweit gewesen sein. Aufkleber sind hier gar keine drauf. In früheren Zeiten gab es mal den Fall, dass verschiedene Informationen überklebt worden sind mit schwarzen Aufklebern. Aber das ist hier nicht mehr der Fall. Okay, machen wir die Box auch einfach mal auf. Na, wo habe ich dann mein Messer hingelegt? Ah, da oben liegt es. So, auch hier wieder Allzweckwaffe Cutter. Das Ganze auch nur von einer Seite geöffnet. Eine Anleitung. Ah. Wir können sehen, das ganze Paket ist, na, ein bisschen aufgemacht, das ganze Paket ist in mehrere Boxen unterteilt. Im Moment sehe ich hier gerade zwei, mal sehen, ob da vielleicht noch ein paar mehr rauskommen. Aber im Moment sehe ich hier gerade zwei Boxen. Dann gucken wir doch mal, wie wir die hier rausbekommen. Griffmulde, habe ich gerade zwei gesagt? Ich meinte drei. Ne, drei Boxen, die wir hier drin haben. So, Griffmulde haben wir. Scheint aber nicht so ganz einfach zu sein. Sitzt relativ fest. Und man will ja hier nämlich auch nicht so dran rumreißen. Wir machen das mal anders. Ich stelle mich mal kurz auf. Ups. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze so rausgeht. Ja, das ist viel besser. Jo, hast du so gedacht, ne? Viel besser. So. Aufpassen, dass der ganze so schlecht hinfällt. Ah. Jetzt bin ich die Stimme aus dem Off. So, drei Boxen, drei verschiedene. Sehr schön. Wenn ich das richtig sehe, dreimal mit ja, derselben Grafik, die oben drauf ist. Hier haben wir nochmal Vintage Collection, damit wir auch wissen, was wir kaufen. Dann können wir ja schon mal die erste Box auspacken. Wir gucken mal ganz kurz auf die Vorlage. Gibt es da irgendwas von wegen, öffnen Sie erst Box 1, 2, 3? Nicht wirklich. Allerdings sehe ich hier, dass in den Boxen noch mehr Boxen unterwegs ist. Okay. Das werden wir uns dann einmal angucken. Machen wir mal eine Box auf. Schon mal sehr schön. Hier ist der Bogen des Alkoven. Und jetzt gucken wir uns mal weiter an. Ja, ist wie Weihnachten. In jedem Paket steckt was drin. Ah, ich sehe schon. Das ist der Thron. Packen wir natürlich gleich aus. Gucken wir ein weiter. Nein, das ist nur Verpackungsmaterial. Das kann auf die Seite. Okay, hier haben wir denn die Thronplattform drin.
Aber ich sehe schon, es ist alles darauf ausgerichtet, dass man ein bisschen was abschneiden muss hier. Gut, das war auch zu erwarten. Was hier drin ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich feststellen. Und hier haben wir schon mal die Thronplattform. Zeige ich euch nachher auch. Räder. Zeige ich euch auch in den Details nachher. Erstmal müssen wir hier den Bogen raus haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das machen wir exakt wie. Wahrscheinlich, indem wir das hier unten auch alles einmal aufschneiden. Ja, genau so schaut es aus. Nicht zu tief schneiden, sonst haben wir gleich den Bogen mit erwischt. Das wäre schade. Einmal kurz hinter mich gelegt. Dann kann ich nämlich die erste Box schon wieder zumachen. Haben wir nämlich mehr Platz auf dem Tisch. Den brauche ich auch. Ich nehme mal die kleine Box hier. Ich nehme erstmal die nächstgrößere Box. Du bleibst mal hier. Thron. Ich lege alles einmal auf die Seite. Die Chance, dass sonst etwas runterfällt, wäre mir zu groß. Das sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Das ändere ich aber gleich. So, was haben wir in der nächsten Box? In der nächsten Box, was haben wir hinter Tor 3? Auch wieder. Erstmal Verpackungsmaterial, hier ist nichts drin. Alles schön in Seitenpapier eingewickelt, auch sehr schön. Ja, die Rückseite des Alkovens. Kommt erstmal zur Seite. Knisterndes Papier. Eine wahnsinnige Freude für den Ton nachher. Super Sache. So, nicht so viel rumknistern. So hätte man auch machen können. Der Boden. Ja, irgendworauf muss die Bagage ja nachher auch stehen können. Höre ich da gerade ein Telefon? Jetzt nicht. Sorry, hartnäckig, aber ich kann es leider nicht ändern. Gut, das heißt also, das Ganze kommt hier auch wieder mit rein. Das werden wir dann später machen. Ja, man merkt schon, wenn ich angerufen werde und ich nicht rangehe, länger klingeln lassen ist immer eine gute Idee. Jetzt die letzte Box. Ja, und hier haben wir alle Kleinteile. Zum Beispiel, ne, den Grill. Was ich ja hier ein bisschen fies finde, dass sie hier so ein, Salacious Crumb schon mal auf den Grill raufgepackt haben. Ich glaube nicht, dass Jabba sein Haustier gegrillt hätte. Aber wer weiß. Bei Book of Boba Fett sieht man ja tatsächlich, dass die auch zum Essen da sind.
Okay, das Ganze werde ich gleich einmal auspacken. Ich werde das hier einmal schön auf dem Tisch drapieren und dann werden wir das Ganze einmal zusammenbauen. Das sind alle Teile, die aus dem kleinen Karton kommen. Da wäre zum einen, wie gesagt, diese Hosiere, glaube ich, nennt sich das. Ganz genau weiß ich es nicht. Grill. In dem Grill oder bei dem Grill waren noch ein paar Zusatzteile, die werden wir gleich aufbauen. Den Thron habe ich jetzt auch einmal ausgepackt und das, was in dem Seidenpapier eingewickelt war, das waren diese beiden Teile. Diese beiden Teile, die kommen nachher oben ins Dach rein und wie das Ganze zu geschehen hat, das steht hier in der Anleitung eigentlich 1:1 drin. In der kleinen Box waren ja diese Tüten. Die sind beschriftet mit ABCDE und so weiter und so fort. Und diese Beschriftung finden wir hier in der Anleitung auch wieder. Heißt, wenn man 1:1 nach der Anleitung geht, sollte es kein Problem geben. Gut, ich werde die Tüten mal ganz kurz weglegen, weil in der Anleitung steht, man solle bitte sehr mit den großen Teilen anfangen. Das werden wir dann auch tun. Bevor wir das machen, zeige ich noch mal ganz kurz, hier haben wir auf Karte den gut durch den Winter gekommenen Bip Fortuna mit der Nummer 276. Und hier steht dann auch drauf, Bip Fortuna, Tatooine, naja gut, war früher auch, ne, warum da der Untertitel drin steht, weiß ich nicht. Das, was ich aber sehe, ist, dass die Karte relativ, naja, ich will nicht sagen ramponiert ist, aber es sind Kratzer drauf. Ich sag einfach mal, im Geschäft hätte ich die so nicht gekauft, da hätte ich sie stehen lassen. Aber was soll man machen, ist halt eine exklusive Figur. Dann muss sie halt so bleiben, wie sie ist. Gut, kommt mein Fortuna auch einmal nach vorne. In der Anleitung steht, verbinden Sie zuerst die Rückwand. Ich habe eine Rückwand. Ja, hier auch. Schön mit diesen ganzen Ghiblis dran. Na, früher waren das ja tatsächlich irgendwie Teile aus dem Flugzeugbau, aus dem Schiffsbau. Ja, einige Teile können halt ihre Herkunft nicht verbergen. Und dann soll hier eingeklinkt der Fußboden werden. Das hat schon mal geklappt. Klappen wir den Fußboden mal hoch. So, was soll dann passieren? Als zweiter Schritt, erstmal wieder alles wegstellen. Kommt hier der Bogen. Und in den Bogen werden jetzt diese Teile hineingesteckt. Schauen wir mal ganz kurz, wie das ausschauen soll. Die sind so leicht kodiert. Passt denn das Ganze? Und wenn ja, wie passt das Ganze? Kodierung. So, das passt nicht. Passt auch nicht. Ja, der Dreh muss stimmen. Sonst haben wir ein Problem. Aber es gibt ja keine Probleme, es gibt ja bekanntlich nur Lösungen. Und dementsprechend können wir das Ganze jetzt hier einmal hineinstecken. So sieht das Ganze gut aus. Ich finde schon. Okay, und dann soll dieses ganze Teil da eingesetzt werden. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Also, die Sachen hier hinein. Klapp, klapp. Auch immer schön für den Ton, wenn solche lauten Geräusche kommen, aber ja, da hätten wir schon mal
sowas in Richtung Thron soll. Schnell zusammengebaut. Gut, dann kümmern wir uns mal um die nächsten Arbeitsschritte. Als nächster Schritt wäre gewesen, den da einzufügen. Ich kann das aber noch mal ganz kurz zeigen. Das ist aber an sich auch kein Problem. Hier sind Rollen unten drunter. Und dann kann man das Ganze hier reinsetzen. Kann das Ganze auch wieder rausschieben. Ton vom Boba Fett damit reinsetzen. Gut, aber das kommt bei mir erst später. Weil jetzt gucken wir uns einmal die Kleinteile an. Ja, ich sehe hier auch, diese Teile sollen so eingesetzt werden, dass die Wölbung nach oben geht. Habe ich das auch gemacht? Glück gehabt. Gut, einmal die Wölbung nach oben. Was haben wir dann? Wir sehen, dass wir bestimmte Einzelteile in bestimmten Positionen positionieren sollen. Das kann ich natürlich erst dann machen, wenn ich das Ganze an Ort und Stelle eingebaut habe. Aber wo man welches Teil hinstellen soll, das ist hier relativ genau beschrieben. Hier ist auch beschrieben, dass wir anstelle des Salacious Crumb auch mal hier das dicke Fleischstück hinpacken möchten oder können. Das zeige ich dann. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Feuer zu entfachen. Das Ganze müsste dann hier eigentlich nur reinkommen. Wird das einfach nur so draufgesetzt? Es scheint so, als würde es einfach nur so draufgesetzt werden. Okay, kann ich dann hier wenigstens dran drehen? Jo, das würde auch gehen. Also hier haben wir einmal den Grill. Zu dem Grill selber gehören noch diverse Einzelteile. Wir haben hier eine Basisplatte und drei Einzelteile. Diese Einzelteile, die sollen dann hier auf diese Basisplatte drauf. Und ich würde mal schwer vermuten, gucken wir mal, ob wir das direkt sehen können. Jawohl, die Kanne kommt hier hin und die zwei Trinkgläser, die kommen jeweils hier hin. Ja, so richtig halten tut es nicht. Das ist wieder ein typischer Fall von, ja, das ist gut gemeint. Aber so richtig halten, nee, so richtig halten tun sie nicht. Also nicht einfach reinklemmen und dann kann ich das rumwerfen. So ist es leider nicht. Liegt daran, dass wir hier als Basisplatte Hartplastik haben. Das hier ist aber weiches Plastik. Und das Hartplastik drückt das weiche Plastik immer wieder aus der Vertiefung heraus. Schade. Gut, kann man sich aber angucken, beziehungsweise kann man einmal fertig machen. Dann bleibt es da so stehen. Im Moment will das Ganze bei mir hier aber nicht in der Vertiefung bleiben. Gut, das kann man wechseln. Das heißt also, den werde ich einmal herausnehmen. Der Arme soll dann nicht gebraten werden. Mal gucken, wie wir das Ganze hier herausnehmen können. Ah, nur von einer Seite. Es geht nicht von der Antriebsseite, es geht nur von einer Seite. Das heißt, wir sollen hier das Ganze einmal abheben. Dann müsste ich das hier einmal abziehen. Das hier, ja, komplett. Einmal abgezogen. Und anstelle dessen kommt jetzt der Braten dran. Hätte man zumindest so gesagt. Ach so, der Braten ist auch kodiert, damit man den nicht falsch rum heraufsetzt. Sehr gut.
Und dann kommt dieses Teil hier wieder dran. Und schon braten. Es ist mir gerade das Feuer runtergefallen. Grill. So, schauen wir noch mal weiter, was hier passieren soll. Thron kann aufgesetzt werden, soweit richtig. Ja, und dann geht es tatsächlich in den meisten Fällen um Kleinteile. Diese Kleinteile, die werde ich euch in den Details zeigen. Dann kann man sie nämlich besser sehen. Gut, diese Tüten, die hier sind, die sind immer, wie gesagt, jeweils mit ABC beschriftet. Und ja, die werde ich hier einmal an der Seite aufschneiden, ne, damit ich hier die Teile rausbekomme. Ich werde sie einmal drapieren und dann kommen die Detailbilder dran. Bis gleich. Schöne Detailbilder. Allerdings ohne Bevölkerung wirkt das Ganze etwas leblos, deswegen stellen wir da jetzt auch nochmal Figuren rein. Diese sind natürlich nicht inklusive. Und hier sehen wir das andere Playset, welches seinerzeit mit Reese und Yak Face inklusive des Han Solo in Carbonit ausgeliefert wurde. Leider ist mir der Han Solo verloren gegangen. Aber man sieht schon, wie man diese beiden Playsets einigermaßen gut zusammenstellen kann. Und last but not least, die Figuren sollen sich natürlich nicht fragen, wo ihr Chef abgeblieben ist. Deswegen werden wir jetzt auch nochmal Jabba the Hutt mit hineinsetzen. Der Jabba the Hutt in meiner Version ist im Moment der aus der Vintage Collection, also der aus der Kenner-Serie. In ein paar Monaten kommt aber ja der Jabba the Hutt auch nochmal auf der Thronplattform heraus, die auch genau in diesen Thronraum hineinpasst.
werden wir natürlich auch noch mal besprechen. Aber im Moment müssen wir mit dem Vintage-Jabba vorliegen. So soll es natürlich eigentlich aussehen. Jabba the Hutt hat seine endgültige Parkposition erreicht. Naja, zumindest das Playset. Welches Fazit ziehen wir jetzt aus der ganzen Geschichte? Nun, für 249,99 ist dieses Playset natürlich nicht gerade sehr günstig. Aber man kriegt natürlich auch das ein oder andere geboten, wie zum Beispiel die vielen Zusatzmaterialien. Die kleinen Fälle, die auf dem Thron oder auf der Plattform liegen, die sind tatsächlich sogar aus Stoff oder zumindest aus einem stoffähnlichen Material, die sind nicht aus Plastik. Von daher wurde sich, ich sag mal, in einigen Bereichen, ich sag mal, schon viel Mühe gegeben. Andererseits ist es natürlich so, dass dieses weiche Plastik, wo zum Beispiel die Becher draus bestehen oder die Kannen draus bestehen, tatsächlich so einen talgähnlichen Film auf meinen Fingern hinterlassen haben. Ich meine, ich will nicht mit dem Playset spielen, aber es ist zumindest etwas merkwürdig und daran sieht man auch, das ist schon weiches Plastik. Generell, die Bib Fortuna-Figur, die brauche ich nicht. Einem aus dem Leim gegangenen Bib Fortuna gehört nicht unbedingt in meine Sammlung hinein. Genauso wenig wie der Thron. Beide Sachen werden im Karton letztendlich wieder verschwinden. Beziehungsweise die Bib Fortuna-Figur, die werde ich irgendwo hinpacken. Mir war es eigentlich wichtig, dass ich aus diesem Thron tatsächlich ein Return of the Jedi, Jabba the Hutt-Thron machen kann. Das kann man tatsächlich sehr gut machen. Muss man halt nur jetzt noch mal kurz drauf warten. Oder man hat einen Jabba the Hutt schon zur Verfügung, den man dann da reinsetzen kann. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Ja, schade natürlich, dass das Book of Boba Fett Logo auf dieser Box prangt. Also die werde ich dann tatsächlich auch nicht ausstellen. Weil generell gilt, ich sag mal, Book of Boba Fett ist nicht so richtig meins. Hätte was werden können tatsächlich. Aber leider hat das Disney nicht so richtig hinbekommen, meines Erachtens nach. Gut, ich hoffe, diese Vorstellung des Thronsaals hat euch gefallen. Wenn ja, wäre es nett, wenn ihr mir ein Like hinterlässt. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. Ihr dürft natürlich aber auch den ganzen Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection einen schönen Tag und bis demnächst.